Das hier sind sämtliche Unterlagen von Castella Grün. Du willst Stefan um Hilfe bitten? Um die Eckdaten seiner Kalkulation zu verstehen, brauchst du kein Mathe-Genie sein. Das heißt, Oskar Castellhoff bindet der gesamten Stadt einen Bären auf. Tut mir einen Gefallen. Macht nichts Unüberlegtes, ja? Eigentlich sollten wir die Informationen an die Presse weiterleiten und Oskars wahre Absichten veröffentlichen. Und warum machen wir es nicht? Weil wir dann keinen Deut besser wären als er. Jetzt, wo ihr da seid, merke ich erst, wie sehr ihr mir gefehlt habt. Ihr. Das ist allerdings jetzt überraschend. Vielleicht will er dich ja auch überraschen. Ach, du machst das nur, um Oskar eins auszuwischen? Ich möchte Hannah helfen. Sie soll ihren Lebenstraum verwirklichen. Und das bedeutet mir viel. Maximilian Castellhoff und ich haben uns mit Handschlag geeinigt. Und das ist für einen Kaufmann ebenso bindend wie ein notariell beglaubigter Vertrag. Ich gebe dir eine Möglichkeit, dein Talent unter Beweis zu stellen. Zwei Bedingungen. Absolute Diskretion. Und wir müssen das Projekt heute Abend noch starten. Wollen Sie glücklich nochmal versuchen? Sie waren doch schon so dicht dran. Auf den Tisch. Und Sie sind sich da auch ganz sicher? So many souls around you, but it never feels like home. Home is where there's no mistaking. And I'm a million miles from you, but if we stay strong, I know we'll make it through. Können Sie nicht lesen? Wir haben geschlossen. Ich wollte Ihre kleine Feier nicht stören. Ich wollte mich nur der Form und der Höflichkeit halber kurz vorstellen. Als Ihr neuer Nachbar. Verzeihung, aber die Grundstücke rund um den Fischerkrug sind bereits vergeben. Ja, das stimmt. Es war auch nicht einfach, Herrn Schröder zu überzeugen. Herr Schröder hat sein Grundstück an Maximilian verkauft. Ja, das hatte er vor. Letztlich hat er sich aber doch den besseren Argumenten gebeugt. Das behaupten Sie doch nur. Das hier ist ein Schuldschein. Datiert auf den heutigen Tag und unterschrieben von Herrn Schröder. Damit bin ich der neue rechtmäßige Besitzer dieses Grundstücks. Also, hallo Nachbar. Wie auch immer Sie das geschafft haben. Den Fischerkrug, den bekommen Sie niemals. Sie wissen, was das heißt. Sie können Ihr großkotziges Projekt nämlich vergessen. Ich bekomme immer, was ich will, nicht wahr, Frau Frank? Sie sollten das inzwischen gelernt haben. Dann werden Sie jetzt mal was lernen. Der Fischerkrug ist ein Traditionsunternehmen. In der vierten Generation. Er wird nicht verkauft. Sie haben es gehört. Da bin ich aber mal gespannt, wie lange Ihr Unternehmen seine Tradition auch hochhalten kann, wenn sich kein Gast mehr hierher verirrt. Verschwinden Sie. Auf gute Nachbarschaft. Das war's dann wohl. Jetzt fängt der Kampf erst richtig an. Was machst du denn? Gibt's was zu feiern? Auf jeden Fall. Setz dich dazu und trink mit. Worauf denn? Darauf, dass ich mir heute ein paar vielversprechende berufliche Perspektiven eröffnet habe. Und das sogar innerhalb von Castel Cuisine. Wow. Das heißt, Mutter hat dich endlich befördert. Mutter? Das träumst du. Oskar hat meine vielversprechenden mathematischen Fähigkeiten erkannt und einen Weg gefunden, die für die Firma zu nutzen. Das heißt, du darfst jetzt deine Kalkulationen schön rechnen, oder was? Das heißt, ich habe Castel Cuisine geholfen, mein Geschäft abzuschließen, das sehr wichtig ist. Und das wäre? Ich habe Blackjack gespielt. Du hast bitte was? Sind wir jetzt schon so weit, dass wir uns unser Kapital am Spieltisch besorgen müssen? Weißt du was? Du hast keine Ahnung und du nervst mich. Florian, dann erklär mir doch mal bitte, wie du der Firma geholfen hast. Ich habe so einem Kerl, der uns nicht entgegenkommen wollte, einfach mal seine Grenzen gezeigt. Am Spieltisch? Ja, der Kerl ist ein Spieler. Und der heißt nicht zufällig Schröder. Wieso? Oh, verdammt!
Was habe ich denn deiner Meinung nach jetzt schon wieder falsch gemacht? Schröder ist spielsüchtig und fast pleite. Ja, denn ist ja jetzt eben komplett pleite. Das meinst du nicht im Ernst? Du lässt dich von Oskar gegen mich einspannen? Wieso denn jetzt auf einmal gegen dich? Florian. Oh shit. Sag nicht, das Seegrundstück hat was mit deinem Resort zu tun. Was denkst du denn? Glaubst du, Oskar baut sich da auf eine Kindertagesstätte oder was? Wie kann ich das denn ahnen, wenn mir hier nie irgendjemand irgendwas erzählt? Weißt du, Oskar ist der Einzige, der in dieser Familie denkt, dass ich mehr drauf habe als Kellnern. Beim Zocken, ja? Und du kannst mich mal. Ja, ich liebe dich auch. Sehr geehrte Redaktion, im Anhang dieser Mail finden Sie eine interne Kalkulation, die von großer Bedeutung für die gesamte Region ist. Daraus geht hervor, dass Oskar Kastelloff die Stadt und die Öffentlichkeit über den von ihm geplanten Hotelkomplex und vor allem über die dabei entstehenden neuen Arbeitsplätze wissentlich falsch informiert. Fertig. Das können wir jetzt abschicken. Sollen wir? Ja, siehst du irgendeine andere Möglichkeit, diesen Kerl zu stoppen, bevor er uns völlig ruiniert? Seit wir als Arbeitsplatzvernichter beschimpft werden, können wir die Gäste an der Hand abzählen. Hey, du hast selber gesagt, es war Notwehr. Und wozu haben wir sonst die Datei besorgt? Als investigativer Journalismus wird das aber nicht durchgehen. Ich meine, wenn die erfahren, woher die Zeitung die Information hat, kriegen wir richtig Ärger. Wie soll das denn jemand rauskriegen? Die Mailadresse ist anonym und kann nicht zurückverfolgt werden. Das Anschreiben lässt auch keine Rückschlüsse zu. Außerdem hat eine Zeitung Informantenschutz. Hat Oskar nicht gute Kontakte zur lokalen Presse? Du willst doch jetzt nicht vor ihm einknicken, oder? Der lügt und betrügt am laufenden Band. Na, er verspricht Tausende von Arbeitsplätzen dabei. Es ist nur ein Bruchteil. Und dafür verschandelt er die Landschaft am See. Wir verteidigen uns nur. Und schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen. Okay. Soll ich? Er hat's verdient. Los, schick's ab. Maximilian, hast du es nicht mehr bis ins Bett geschafft? Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, schlafen zu gehen, ohne dir noch gute Nacht zu wünschen. Nach deinem anstrengenden Arbeitstag. Anstrengend, aber erfolgreich. Du bist dir wohl für nicht zu schade. Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Meinen kleinen Bruder in deine miesen Machenschaften zu verwickeln. Der Junge hat Talent und braucht eine Aufgabe. Eine Aufgabe? Das ist wirklich eine tolle Aufgabe, Schröder beim Blackjack auszunehmen. Bringt ihn sicherlich weiter. Du bist doch nur sauer, weil ich doch noch gewonnen, das Grundstück bekommen habe. Du hast Florian zu illegalem Glücksspiel verleitet. Und du wusstest genau, dass Schröder krank ist. Der Mann ist spielsüchtig. Ach so. Deswegen konnte er nicht aufhören, bevor er alles verloren hat. Tja, so ein Pech. Jedenfalls bin ich jetzt der Eigentümer dieses schönen Fleckchens Erde. Ich. Und nicht Castel Cuisine. Tja, der Kreis mit dem Fischerkrug schließt sich. Du bist so ein widerlicher Intrigant. Die Naivität von Florian auszunutzen, um dich persönlich zu bereichern. Du unterschätzt deinen Bruder. Florian ist ganz und gar nicht naiv. Jetzt hör mir mal zu. Du lässt die Finger von ihm. Hast du mich verstanden?